So, und damit läuten wir The Dance of the Moonlight Jellies ein. Da bin ich mal gespannt. Wie läuft das jetzt hier ab? So, erstmal mit jedem talken. Ich war ja, glaube ich, das letzte Mal nicht hier. Psst, make sure to swing by the shop tomorrow to get your fall seats. Ja, ist klar. Schaue ich auf jeden Fall vorbei. These candles are romantic, aren't they? Ja, ich bin mal gespannt. Ach, das war ja dieses geile Event. Mit diesen Quallen, glaube ich, ne? I remember seeing the jellies once as a little girl. Genau, die Jellies, ja. Oh, how I jumped with joy when they arrived. Ja, früher hat sie sich gefreut. Oder heute auch noch, oder? But that was long ago. I'm a lot less energetic now. Okay, nicht mehr so Energie. Boah, ich muss halt echt meine Worte finden. Sie hat nicht mehr so viel Power wie früher, ja? Auf gut Deutsch, Punkt. What? Why are you looking at me like that? Warum guckst du mich so an? You think I'm too old to enjoy something like this? Nee, nee, überhaupt nicht. Also bitte. Man ist nie zu alt für irgendwas. Hey, was geht ab, Linus? I still sneak up when the jellies arrive. I don't want to bother anyone. Ach, immer noch. Der hat doch jetzt voll, oder? Nee, wie viel hat denn der? Ach Gott, nee. Was ist das denn? Linus, hier. Der kriegt noch zwei Herzen demnächst. Dann bin ich mal gespannt, ob er dann endlich mal integriert wird. Das ist ja furchtbar. So, well, summer's over, to be honest. I'll be happy to say goodbye to these blasted mosquitoes. Ja, er freut sich, dass die Moskitos verschwinden, wenn der Sommer vorbei ist. Maru, was geht ab? It's kind of cold, actually. I guess fall is right around the corner. Ja, langsam wird's kälter. Der Herbst ist am Kommen. Ist eigentlich der Marina? Tatsächlich. Ach nee, das ist der Wizard. Okay, was geht denn ab? How did you find me back here? I thought I was well hidden. Er dachte, er war gut versteckt. Das war er aber nicht. Perhaps you are blessed with the gift of clairvoyance. Clairvoyance? Clairvoyance? Keine Ahnung, ist das ein französisches Wort? So irgendwie nach dem Motto, ich vermute, du bist blessed. Was heißt blessed? Du bist gifted. Du bist... Mann, auf Englisch könnte ich euch alles erzählen, aber auf Deutsch. Du bist... ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also ich bin gesegnet, genau. Ich bin gesegnet mit der Gabe der... Keine Ahnung, was er gemeint hat. I'm here to observe the Lunalos, or Moonlight Jellies, as you call them. They possess an unusually potent magical aura for an aquatic life form. Ah, okay. Also er beobachtet es auch und sieht da irgendwas Magisches darin. Na gut, siehst du. So, was geht ab, Demetrius? The Moonlight Jelly, what a remarkable species. We are very lucky that they stop here on their long journey south. Okay, also während sie nach Süden abdriften. Schauen sie auch kurz bei uns vorbei. It's unknown why they are attracted to light. Very curious. Okay. Ja, fühlen sich angezogen vom Licht, wie im Motten auch. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du. Ach, was machst denn du alleine hier, Lea? Hey, I'm paying my respects to another bygone summer. Also, sie bezahlt ihren Respekt für einen vorübergegangenen Sommer. Mann, ihr habt aber auch Sprüche drauf. John, it's past my bedtime. Past? Hey, did you see that candle boat? I crafted it myself. Oh, wie süß. Das ist aber schön, hast du das gemacht. Sieht aus wie jedes andere. Ja, ist so. So, was geht hier noch? Wo ist mein Husband eigentlich? Na gut, hier gibt es ja noch genug Platz. Die Marnie. Alex, was geht denn hier ab? Lass mal die Finger weg hier. Von meinem muskulösen Mann. That's a heavy load of people for an ancient wooden dock. I'll stay over here near... Achso, ja, jetzt hatte ich Schiss, genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Alex, was geht ab? I can't believe summer's over. I feel like it just started. Was? Wie wär's mit, oh, es ist so romantisch, schön mit dir. Und, good evening, Crispy. Hope you can find some time to relax before the harvest season. Jo, kann ich. There, I just saw something glowing. Oh, it's gone. Also hier gibt's nichts Neues. Mal kurz zu ihm hier. If we keep polluting the oceans, the jellies will surely go extinct. It's already in the process of happening. If we keep polluting the oceans. Achso, wenn wir die überfischen oder was? What a shame, we have no respect for nature anymore. Ja, er ist voll der Naturfuzzi. Ja, absolut. Komm, start mal den Krempel hier. Das ist ja, also die Unterhaltungen sind ja alles, haben wir schon mal gehabt. Most nightfish would be scared of the light. These are strange ones. Okay. So, komm, Louis, start mal.
Good evening, Crispy. The moonlight jellies are close. I already saw one glowing in the distance. Sie kommen jetzt langsam. Once we launch the candle boat, they'll come up to the docks and say hello. Na, bin ich mal gespannt. Aufkommen, starten, Krimpel. What do you think? Should I launch the boat now? Yes, please. Bin ich mal gespannt. Tut sich da jetzt was, Alex, technisch? Steht jetzt an meiner Seite? Ja, tatsächlich. Ist das nicht schön? Die Pärchen stehen nebeneinander. So, das Candleboat ist on the way. Und jetzt kommen gleich die Jellies. Genießt den Moment mit mir. Da kommen sie. Oh, und die Musik ist so schön. Oh, die Babys. Voll süß. Oh. Ein besonderer Jelly. War das nicht mehr da? Na? Ja. Genau, einfach mal die Klappe halten und genießen, oder? War das nicht schön? Ja. The glow of summer has faded now, and the moonlight jellies carry on toward the great unknown. Jawohl. Ins große Unbekannte machen sie sich auf. So, die Goldbarren sind fertig. Ich glaube, ich gehe ins Bett kommen. Es ist 12 Uhr. Und, er liegt drin, er liegt drin. Gibt's noch was zu sagen? Warte mal. Erstmal Frühstück. Hey, awesome, I love this stuff. Ich weiß. Was geht ab? My arms feel a little restless. How about a nice deep massage? Ja, auf klar, natürlich, sofort kriegst du. Wie mache ich das? Komm, ich komme ins Bett. Lass uns schlafen. Tada! Er ist schon wieder unterwegs. Unglaublich. Wo ist er denn? Hey, Alex, du Frühaufsteher. Er ist in der Küche. Na, was geht? Well, summer's over, but I'm going to stay positive. The warmer season will always return. Ja klar, natürlich, ich komme immer wieder zurück. Oh, ich kann ihm einen Kuss geben. Oh, wie schön. Das ist ja geil. Voll süß. Okay, komm, kriegst Frühstück. Was brauchen hier eigentlich? Potato und Oil. Ich hoffe, davon habe ich noch genug. So, einmal Breakfast für meinen Schatz. Bitteschön. Hey, all awesome. I love this stuff. Ich weiß. Noch ein Küsschen. Ja. Sehr schön. Kriegt jetzt jeden Tag ein Küsschen. Sehr schön. Übrigens, ich habe am Sonntag, also gestern war das, habe ich Werbung gemacht auf den verschiedenen YouTube-Seiten, also auf den verschiedenen Facebook-Seiten, was Let's Plays angeht. Habe dazu geschrieben, was haltet ihr von Homosexualität in Spielen? Und ich habe bis jetzt nur, und da bin ich echt überrascht, nur positive Resonanz bekommen. Ja, also gefällt mir unheimlich gut. Ich weiß noch, ich habe immer, wenn ich das Thema irgendwo ein bisschen zur Sprache gebracht habe, hat immer irgendein Idiot irgendeinen Scheiß dazu geschrieben, ja. Und dieses Mal nicht ein negativer Kommentar oder Dislike oder sonst irgendwas, ja. Also ich muss sagen, Leute, die Menschheit wird langsam reif, glaube ich, ja. Soll doch jeder leben, wie er will, oder? Also, solange es keinen anderen irgendwie trifft, ja. Also, ich weiß nicht. Das ist, ich finde es schön. Also ganz ehrlich, wenn man sich keine Gedanken darüber machen müsste, was andere über einen denken, wäre doch die Welt perfekt. Nicht, dass ich es wirklich tue, ja. Also mir geht es mittlerweile schon am Arsch vorbei, was andere denken. Aber man wird halt immer wieder trotzdem damit konfrontiert. Und es muss einfach nicht sein. Also das wollte ich nur mal kurz zur Ansprache halten. Insofern, ich bin da echt glücklich und stolz drüber. Wirklich, dass da diesmal keiner geflamed hat. Es gab einfach nur einen Haufen Likes und ein paar haben mich auch angesprochen. Und ich habe auch direkt 6 neue Abonnenten bekommen an dem Tag. Also, finde ich geil, finde ich geil. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer auch nochmal und ja, machen wir weiter. So, Weather, wie sieht's morgen aus? It's going to be cloudy with gusts of wind throughout the day, okay? Fortune, wie sieht's aus heute? The spirits are in good extra luck. Is good, okay? Living of the land, mal gucken, ob es einen neuen Tipp gibt. Sunflowers, when you harvest them, you will not only get a nice flower, but you likely get some seeds. Ja, das stimmt, das weiß ich.
Gut, hier ist alles erledigt soweit. Wir haben ihm was geschenkt, wir haben ein Küsschen gegeben. Alles gut soweit. Wir müssen jetzt erstmal zu Pier, sobald er aufmacht um 9. Das heißt, dementsprechend kann ich hier jetzt erstmal noch ein bisschen... erstmal die Hasen noch lieb haben. Das ist ja Target Nummer Uno. Ich will endlich mal eine Hasenpfote finden. So, passt. So, dann bearbeiten wir mal kurz die Felder. Okay, damit geht's nicht. Warte mal. Wo ist denn... mit der Skiff geht es genau. So, jetzt würde ich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt sein, erstmal die ganzen Felder wieder zu bearbeiten. Jo. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Soll ich mal wieder einen Vorspulen reinhauen, Leute? Das wäre doch mal eine geile Idee, oder? Ja, pass auf. Während ich die Felder bearbeite, das dauert jetzt den ganzen Tag. Und die Axt werde ich mal gucken, ob ich die holen kann. Ja, auch was. Ja, jetzt bearbeite ich erstmal die Felder, die es gibt, die da sind. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Schnitt. Bis gleich. Also, einen kleinen Vorspuler. Bis gleich. So, da bin ich wieder. 9 Uhr. Wir laufen nochmal kurz zu Pierre. Und schauen nochmal, was er heute alles im Angebot hat. Da würde ich euch gerne noch dran teilhaben lassen. Alex ist unterwegs. Was er für Böden hat und so weiter. Mal gespannt, ob es hier jetzt auch neue Quests gibt oder so. Nee. Frozen Tear für Sandy. Geht klar. Da gehe ich mal morgen in die Wüste. So, hi Pierre, alles klar? Was hast du denn Schönes? Also, ich muss mal kurz hier auch jetzt vergleichen. Pumpkin Seeds habe ich massig, das langt mir auf jeden Fall. Corn Seeds habe ich noch genug. Ich habe ja auch schon ein Feld angepflanzt, das ist in Ordnung. Eggplants habe ich massig. Pok Choi habe ich auch genug. Jam habe ich genug. Cranberry continues. Cranberry fehlen mir. Das heißt, wir nehmen für 3 Felder 8, 16, 24 mit. Genau. Dann haben wir Wheat. Wheat. Könnte ich mit Sicherheit machen, mal 2 Felder selber herstellen, aber das machen wir erstmal so. Fairy, jetzt kommt. Bin mir gerade nicht sicher, warte mal. Erstmal 8, 16, 3, 4, 5. Zack. Artischocken haben wir. Jawohl. Amaranth haben wir auch, oder? Ja, 25, das ist halt auch lang. Und dann haben wir hier Fairy und Sunflower Seeds. Müsste ich theoretisch haben oder selbst herstellen können. Fairy bin ich mir jetzt nicht sicher. Machen wir mal 8 Stück auf jeden Fall. Da kommt der Speed Grow drunter. Grass Starter brauchen wir nicht. Könnte ich aber mal mitnehmen. So, und Böden, wie sieht's denn aus? Oh, das ist ein bisschen doof. Aber das hier sieht doch ganz cool aus. Nehmen wir davon 2 Stück mit. Und Flooring, nehmen wir auch mal 2 mit. Passt. Jo, Craster, komm. Können wir eventuell neu machen. Immer mal mitnehmen, ist nie verkehrt. Okay, sind wir hier durch. Jo, ab zurück. Erstmal die Felder voll machen. Vor allen Dingen die großen Pumpkin-Felder jetzt erstmal pflanzen. Das sind die, wo am längsten dauern. Da will ich das jetzt mal mit dem Speed-Grow ausprobieren. Dann können wir eventuell... Oh, komm, wir machen es schnell. Dann ist dieses eine Holzstück weg. Ich hoffe, dass meine Axt fertig ist. Ab zur Town. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann ich die gegeben habe. Nee, ich habe es ja gestern nicht gegeben. Das muss jetzt fertig sein. Iridium-Axt, sehr geil. Super, dankeschön. Endlich auch das fertig. Jetzt sind es, glaube ich, noch 2 Items, die ich updaten kann. So, ab zum Bus-Stop. Das mal kurz sortieren hier. Die Gießkanne brauche ich auch. Den Goldbarren brauche ich nicht. Okay, wir müssen dringend Platz machen, sehe ich gerade. Wir gehen mal kurz zur Minenkiste. Und hauen mal den ganzen Krempel hier raus, den ich nicht brauche aktuell. Der Stein kommt nicht hier rein. Topaz müsste auch hier sein. Genau, passt.
Das ist okay soweit, ne? Dann hau mal weg. Das brauche ich jetzt alles bis auf die Angel. Die Skiff mal hierher. Die Gießkanne brauche ich. Und jetzt erstmal Fertilizer. Diese zwei Sachen. Dann auf jeden Fall die Pumpkin Seeds, ganz wichtig. Alles, was als Starter gilt, mache ich heute noch. Dann kann ich noch schnell die Blumen auch starten. Was waren noch? Die Rare Seeds müssen auch noch unbedingt rein. Okay, jetzt erstmal die Blumen schnell. Oh, da müssen wir schon wieder alles bearbeiten hier. So, komm her. 1, 2, 3, zack. Genau so soll das funktionieren. 1, 2, 3, zack. Bitte auch gleich alles gießen. 1, 2, 3. Jawohl, läuft doch wie geschmiert. Ey, genau so muss es sein. Ah, das ist natürlich nichts. Egal. Zack. So, dann hätte ich gerne hier den Speed. Speed Crow, genau. Damit die Blumen schnell fertig werden und ich schnell den Honig bekomme, den ich brauche. Also den speziellen Honig. So, jetzt gibt es hier einmal Fairy Seeds. Machen wir wenigstens schön ein bisschen dekorativ abwechselnd. Einmal hier, einmal hier. Kannst du mal bitte weggehen? Dankeschön. So, und ich glaube, ich habe die Sonnenblumen hier drin. Ja. Ach so. Ah, muss ich den... Halt, nee, Quatsch. Ja, ich brauche keine 8. Ich nehme die 6, das müsste lang, da kriege ich die 8, die ich brauche. So, ab in den Cedar. Und während die fertig werden, das mache ich dann nachts. Das langt vollkommen, nicht essen. Während die kommen, hier mal bearbeiten. Jetzt erstmal das ganz große Feld, das braucht am längsten. Soweit. Ich habe, glaube ich, noch warte mal. Speedcrow, Deluxe Speedcrow, Oak Resin und Korallen. Renne ich jetzt da hoch oder nicht? Calm und Pine Tar, Oak Resin und Korallen. Ja, wenn, dann muss es wahrscheinlich gleichmäßig überall sein. Also insofern, ich gucke mal, ob da noch was geht. Die sind ja relativ nah beieinander, die Teile. Das Pferd steht im Weg, ja? Sag mal, wie viele Korallen habe ich noch? 3. Das gibt aber jeweils immer 5. Komm, 10 Stück machen wir noch. Quality. Ne, Quality wollte ich da nicht haben. Was brauche ich noch? Oak Resin, ne? 1, 2. Komm, ein 10er Stack machen wir noch. Zack, zack. So, das muss dann aber auch langen. Langen tut es wahrscheinlich nicht, aber... Oh, da muss ich auch alles neu befüllen. Ja, gibt viel zu tun. Also, dass das jetzt automatisch da fertig wird, was man jetzt hauptsächlich... Nee, das hat alles nicht gelangt. Okay, kein Problem. Hätte man eigentlich auch noch einkaufen können, aber ist jetzt auch noch... Ich habe ja auch noch 95 Samen. Ja, das muss ja alles hier jetzt noch... Die 95 werden hier jetzt auch nicht aufgehen. Na gut, Hauptsache, wir haben ein bisschen was voll. Ey, so, muss ich echt nochmal Samen holen oder muss ich das selber herstellen, ey? Boah, guck mal! Passt ja mal locker gar nicht. Ich hab viel zu... Wo rennst du denn hin? Bleib doch mal hier in einer Ebene. Oh je, wie wenig Samen ich habe. Hab ich noch Kürbisse, ey. Auf, wir brauchen dringend noch Samen. Kürbisse sind hier. Gehst du mal bitte weg? Danke. Also, naja. Auf, komm, komm, komm. Ich brauche Samen. So, dann mache ich mal schnell die Sunflowers. Ja, komm, brauche ich jetzt keinen Esel. Ja, Entschuldigung. So, hat gelangt. Wunderbar. Packen wir die restlichen Samen nochmal hier oben rein. Nehmen die Sunflowers mit, ey. So. Ist doof eigentlich, ne? Egal. So, und dann gibt man die Samen hier und dann gleich noch mehr Samen machen. Warte. Golden Pumpkins.
Jawohl, sehr gutes Timing. Komm, 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 go, go, go. Ich brauche noch Samen, ich brauche noch allen möglichen Krempel. Was mache ich jetzt mit den Sunflowers, ey? Dann kommen wir mal hier rein. Die können wir vielleicht verschenken oder so. Ich glaube, Sunflowers ist auch ein relativ beliebtes Produkt. So, komm, ich brauche hier Samen. Noch ganz viel. So, dann gehen wir mal ganz schnell ins Häuschen, machen kurz Platz im Inventar. Mit der Dekoration, da kümmere ich mich jetzt auch erst gar nicht drum. Ja, ich drücke immer so schön Shift, wie in Minecraft. Voll gestört, ey. So, samentechnisch, pass auf, ich sortiere mal kurz. Und zwar, Lehm kommt hier rein. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch diese Samen. Was produziert noch weiter? Korn auf jeden Fall. Eggplants. Und die Cranberries. Ganz wichtig. Die sind ja relativ neu. Die Gießkanne brauche ich auch. Die muss ich nochmal füllen, ey. Okay. Gibt noch viel zu tun, ey. Holz weg. Was macht das eine Holzstück hier drin? Ich werde bekloppt. die Crabpots muss ich auch mal ausbringen, ey. Mann, es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. Ich habe gar keine Zeit. Der Tag ist viel zu kurz. So, komm. Die Samen bringen wir jetzt erstmal auf. Wo sind sie denn jetzt? Hier. Da brauche ich jetzt keine Gießkanne. Der ist alles nass. Passt. So, jetzt erstmal wieder ein paar Samen ausbringen. Dass das alles gleichzeitig wächst, dementsprechend die Chance höher ist auf Megacrops. Oh, das langt dabei hinten und vorne nicht, ey. Das ist ja Wahnsinn. Was das ein Haufen Melonen gibt, ey. Warte mal auf. Kürbis ist schön. So, go, go, go. Dann können wir hier vielleicht nochmal voll machen. Haben wir irgendwas für hier rein? Jetzt aktuell nicht im Inventar. Mach mal. Das Zeug ist halt saubillig. Das ist halt das einzig Nervige. Starfruit? Habe ich die schon verarbeitet? Habe ich verkauft? Nee, nee, okay, alles klar. Dann mach doch Melonen hier. Melonen bringen immer viel. So, das mal hier rein. Und dann machen wir Melonen. Eingelegte Melonen. Tschack, 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 tschack. Und auch hier. Tschack, tschack. Sehr schön. So, dann bitte nochmal füllen. Es wird schon Abend. Es ist doch der Wahnsinn. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich komme nicht hinterher. 7 Uhr. Alles cool, alles cool. Wir haben noch ein paar Stunden. Komm, komm, komm. Die Melonen werden jetzt alle verarbeitet. Das ist doch... Ey, komm, werd fertig. Ist ja Quatsch, jetzt runterzulaufen, dann nochmal hochzulaufen. Oder kann ich schon mal anfangen? Hier, komm. Hier ist ja alles gerade schon bearbeitet. Das ist doch sehr gut. Pass auf, dann kommen hier die Teile dazu. Dann haben wir hier so ein schönes, großes Mike. Was ist denn das? Ach, hier ist irgendwas. Mach mal kaputt. So, einmal. Dann hätte ich die Lauf... die gehen auch wieder an diesen komischen Stangen. Ah, wie mache ich das? Warte mal. So. Nee, ist doof, ne? Da darf ich maximal nur zwei rein... Oh ja, pass auf, dann machen wir es so. Pass auf. Ich habe eine Idee. Wir bringen die mal anders da an, als gewohnt. Ah, es war ein bisschen doof, aber okay. Ja, was soll's. Also ein bisschen doof. So, komm, Hauptsache hier ist was drauf. Die Eggplants. Dann machen wir noch... Wo ist denn jetzt meine... Oh. Wo ist denn die Hure? So, komm, arbeiten, auf, go. Wir haben noch ein bisschen Zeit, komm. Wir kriegen das alles noch gebacken, dass hier einigermaßen alles voll ist. Passt, passt, passt. So, die restlichen Felder mache ich dann morgen. Hier kommt der Quality Fertilizer drauf. Ich mache mir einen Stress. Unglaublich, oder? Da willst du ein gechilltes Spiel spielen und dann ist der Crispy ja nur am Rennen. So, hier kommt... warte mal, wo sind sie denn jetzt hier? Die Cranberries auf jeden Fall. 24, das passt hier genau. Genau, einmal hoch, einmal runter. Einmal hoch, einmal runter. Passt. Und als nächstes bitte noch die Rare Seeds auf jeden Fall. Machen wir mal ein Achterfeld. 8 Rare Seeds ist, glaube ich, auch relativ viel, gell? Den restlichen machen wir mal drüben. Und dann machen wir noch... Was braucht denn noch sehr lange? Ich genieße es so richtig, wenn ich hier in dem Menü bin, weil ich weiß, dass die Zeit dann angehalten ist. Oh Mann. Hier kommen ein paar Gems noch. Und ich muss noch gießen, sehe ich gerade. So, Gems laufen, dann bitte die Gießkanne, der ist natürlich leer, das ist natürlich total doof jetzt.
Einmal die Gießkanne füllen, bitte. Wo ist es denn jetzt? Da. Bearbeitet ist alles. Gießkanne. Ist voll. Bitte die Samen holen. Ja, nicht allzu viel. Ne, was... Ist am Gießen. Ja, gieß doch den... Alter! Okay, nimm das Ding aus dem Inventar, ey. Danke. Stell dich wieder an wie der Letzte. So, apropos Gießen. Gieß mal bitte das Richtige. Alter, Alter. Was für eine Aufnahme. Oh, wieder 30 Minuten bald. Unglaublich. So, die restlichen Felder mache ich morgen auch noch voll. So, und bitte jetzt noch die restlichen Kürbisse. Dann würde ich sagen, dann haben wir doch diese Aufnahme einigermaßen. Nicht, dass hier wieder irgendwo so ein Feld leer ist. Und jetzt bitte nur noch in einer Linie, damit es gleichmäßig verteilt ist. Mein lieber Schwan, ist das ein Riesenteil. Ne? Na, geht fast auf. Komm, die zwei lassen wir jetzt mal noch. Ja, die lassen wir mal. Da können wir da unten eigentlich auch noch schnell was pflanzen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. So, zeig mal, was haben wir denn noch Schönes? Achso, ich habe ja alles. Beet im Fall. Hm, okay. So, also, die hier raus, das langt definitiv. Takes for harvest with the skith. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Amaranth. Was habe ich denn wenig, dass ich da nochmal Samen draus machen sollte? Amaranth wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Einmal bitte hier auf die letzten Seiten Amaranth verteilen. Hauptsache hier ist was, damit es am nächsten Tag sich nicht hier auflöst. Okay, was haben wir noch? Die Schocken wäre doch nicht schlecht. So, komm, mach noch ein paar Artischocken hier, ja. Ich hätte nämlich jetzt echt keinen Bock, dass ich hier das Ding alles aufgewühlt habe und morgen ist dann wieder alles weg. Das wäre doof. Okay, 12.20 Uhr, ich würde sagen, wir können ins Bett gehen, alles cool. Jetzt sind wir doch relativ weit gekommen. Am nächsten Tag können wir da noch ein bisschen was machen, dann passt die Sache. Hier ist ein Wein fertig, ich werde bekloppt. Fiddlehead, ach ja, cool. Mal gucken, was das bringt. So, ich mache mal kurz die Läden zu hier. Einfach nur aus Anstand halber, weil ich weiß, am nächsten Tag gibt es Stürmchen. Da haben wir das noch schnell weggeholt. Jetzt geht's ins Bett. Ja, 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 ist ja gut. Es ist 1 Uhr gleich. Ich finde das mal so lustig. Aber pack das noch zurück, schnell. Okay. Alles ein bisschen Chaos, aber das passt. Oh, weißt du was? Grassstarter. Komm, 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 komm. Das machen wir noch schnell. Das kriegen wir auch noch hin. Komm. Fressen die das überhaupt, wenn es grau ist hier so? Alles cool, alles cool. Gibt es einiges zu futtern, wenn du sie rauslässt, nächstes Mal. Aber, go, go, go. Ab nach Hause, Alex wartet schon. Das Bettchen warm gehalten, ey. Alex, alles cool? Jo, ab ins Bett. Gibt's nichts zu sagen? So, Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, perfektes Timing, um ein kleines Päuschen zu machen. Ich bin gleich wieder für euch da. Mal gespannt, wie es weitergeht.